Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Omega Rubin. Letztes Mal haben wir hier auf Route 118 Troy getroffen und dann noch einen Latias getroffen und die Magma-Mitglieder getroffen und Latios getroffen und den Mega-Armreif erhalten und noch so viel mehr. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, dann rate ich euch wirklich, die nochmal nachzuholen. Ich werde sie euch oben beim i verlinken. Wir haben unter anderem auch einen Mega Mewtwo X gesehen. Alles Mögliche in der Folge ist alles passiert. Und unser Ziel für heute, wir können ja mal einen Blick auf die Karte werfen, ist es, Route 119 zu erkunden, ein wenig Hato, das Tauboga zu trainieren, auf der Hoffnung, dass es sich bald entwickelt, und Baumhausen City zu erreichen. Ihr seht gerade auch unten rechts mein Avatar, den ich schon seit einiger Zeit in den Streams benutze, und ich habe mich jetzt dazu entschieden, den auch in den Pokémon Omega Rubin Folgen mit einzubauen. Ich hoffe, es funktioniert alles, aber sieht eigentlich alles super aus. Es funktioniert alles, okay. Gut. Route 119 werden wir uns auch noch einen, ich sag mal, besonderen Encounter holen, in Anführungsstrichen. Diejenigen von euch, die das Projekt schon eine Weile verfolgen, erinnern sich bestimmt noch dran, dass ich mal, Honig gekauft habe in Graffitport City. Und den werden wir jetzt gleich benutzen auf Route 119. Hätte man schon früher machen können, aber ich habe noch ein bisschen aufgespart. Jetzt ist es aber soweit. Okay, und hier habe ich dann auch schon den ersten Trainer gefunden. Hi, Vogel-Pokémon, die elegant durch die Lüfte fliegen, sind einfach die Besten. Let's go, wir verstehen uns, ich will auch mein Tauboga trainieren. Oh, er hat einen Linfu. Das ist ziemlich gut für uns. Da haben wir direkt den Typenvorteil. Und den hat Hato gerade auch bitter nötig, wenn ich ehrlich bin. Die Attacken lassen zu wünschen übrig. Wir haben Nebelfeld und Zurückhaltung, die eigentlich nur Gimmick-Attacken sind. Und Geheimpower und Windschnitt, wovon auch nur Geheimpower eine halbwegs gute Attacke ist. Mein Windschnitt ist okay, es wird ein bisschen... Oh. Ah, es war ein Crit. Das wird ein bisschen Damage machen, wollte ich gerade sagen. Aber da geht mehr bei dem Moveset. Eindeutig. So, sagst du hier noch was Interessantes? Dank diesem Johnson bin ich jetzt auch richtig von Geheimbasisfieber angesteckt. Och nein. Er hat gesagt, er würde in der Geheimbasengilde warten, aber Baumhausen City ist ganz schön weit weg. Oh stimmt, den treffen wir ja auch nochmal, ich erinnere mich. Steht hier auf dem Schild eigentlich noch? Nichts Wichtiges. Okay, dann let's go. Route 119. Und direkt noch ein Trainer. Oder? Doch nicht? Nun ja, so komme ich nicht weiter. Wenn ich hier mit meinem Fahrrad durch so Gras stoche, sieht man mich ja gar nicht. Und dabei gebe ich doch so eine gute Figur ab. Verstehe. Das sind wirklich ernstzunehmende Probleme. Ich probiere das mit dem Honig hier trotzdem mal aus. Ich weiß aber nicht, ob das in dem ganz hohen Gras geht. Moment. Wo ist denn der Honig? Hier. Einsetzen. Oh, scheint zu funktionieren. Let's go. 5 Encounter gleichzeitig. Und es müssten alles unterschiedliche Pokémon sein. Nee, wir haben 4 Bidipass und ein Routena. Na dann, Hato, tob dich mal aus. Das Routena nehmen wir mit. Ich meine, einige würden sagen, dass Speedy Pass hier die richtige Option ist. Aber Routena noch im Feuerstarter? Das nehme ich auf jeden Fall mit. Vor allem entwickelt sich das dann auch so auf Level 36 rum, ungefähr. Okay, und die greifen hier alle mit Kampfattacken an, wenn ich das so richtig sehe. Ist okay, ist bei uns alles neutral effektiv, dadurch, dass wir ja Flug normal sind. Also kriegen wir nicht allzu viel Schaden. Schnarchnase von Bidipass wirkt. Ah, okay. Bidipass hat sogar noch eine schlechte Fähigkeit. Aber das ist für uns eh nicht so schlimm. Wir haben ja in Graffitport City, jetzt wo ich gerade den Honig benutzt habe von Graffitport City, auch noch die Fähigkeitenkapseln, die wir uns kaufen können. Wenn wir dann mal genug Geld haben, genug Pokédollar haben. Damit können wir theoretisch schlechte Fähigkeiten ein bisschen überbrücken. Gut, und damit sind alle Bidipass besiegt und wir können uns auf das
Fangen des Routeners konzentrieren. Tatsächlich hat das aber doch nicht ausgehalten, das letzte Bidipass. Zwischen der Attacke, die beide hittet? Ja, würde sogar alle hitten. Okay, nee, dann möchte ich das nicht riskieren. Dann setze ich lieber nochmal Geheimpower ein. Ich meine, ich bin mir sehr sicher, dass Rutena einen Windschnitt überlebt hätte. Aber es hätte sich jetzt sowieso geheilt. Okay, also wäre es ein komplett unnötiges Risiko gewesen. Ich greife aber mal mit Zurückhaltung an. Und dann versuche ich, Rutena im Jubelball zu fangen. Das könnte unser Encounter dafür werden. Es hat bis jetzt keine Attacke eingesetzt, mit der es sich selbst verletzt hat. Ich setze nochmal Zurückhaltung ein. Und dann müsste es genau bei einem KP stehen bleiben. Jawohl. So. Paralysieren kann ich es nicht. Vergiften, Verbrennung macht keinen Sinn. Damit kill ich es. Ich glaube, ich habe keine Chance, die Fangchance weiter zu erhöhen. Let's go. Jubelball. Bleib bitte drin. Es wäre so cool, wieder ein Jubelball-Pokémon zu haben. Eins. Zwei. Drei. Nein, Rutena, warum? Oh mein Gott, es hat dreimal gewackelt. Dann will ich es zumindest im Premierball haben, komm schon. Wenn es nicht der Jubelball wird, dann wenigstens in dem Premierball. Ja, okay. Sorry, Rutena, dass ich dir coole Bälle geben wollte, die hübsch aussehen und einzigartig sind. Dann kriegst du hier so einen Standard-Hyperball, wenn du damit zufrieden bist. Bitteschön. Ja, toll. Nicht mal da bleibt's drin. Du hast ein KP, wie kannst du nicht in dem Hyperball drin bleiben? Come on, du bist Level 12. Ich habe den Jubelball und den Premierball hier übrigens geworfen, weil ich glaube, das ist der beste Encounter, den wir dafür noch bekommen. Erstens vom Level her, zweitens von der Situation, in der wir uns gerade befinden. Also, dass das Ding nur ein KP hat. Ich glaube, später werden es dann nur noch legendäre Pokémon und so, wo ich das hätte probieren können. Und da wäre die Chance noch geringer gewesen. Könntest du jetzt bitte drinbleiben? Dankeschön. Naja. Wie nenne ich denn Rutena? In seinem Schweif deckt ein Zweig, den es bei Bedarf mit der Reibungswerbe seiner Schweifhaare anzündet und im Kampf einsetzt. Bin sehr verlockt, das Komo zu nennen. Das passt so vom Pokémon-Design her gar nicht, aber es ist eh ein männliches Rutena von dem her. So, let's go. Komo wurde in die Backup-Box geschickt und damit haben wir jetzt noch einen Encounter frei. Und hier gibt's eine Rospelbeere, cool, denke ich. Ja, schon schade, dass mit dem Jubelball dafür einmal F in die Kommentare, dankeschön. Damit ich mich nach der Folge wieder ein bisschen besser fühlen kann. Ato braucht auf jeden Fall einen Supertrank und ich glaube, der Boy, der hier vor uns steht, der fightet direkt, ja. Du weißt nicht, wer ich bin, oder? Nun, ich kenne dich auch nicht. Ich weiß nur, dass wir gegeneinander kämpfen werden. Na, das reicht. Mehr müssen wir voneinander nicht wissen. Cool Trainer Marilyn. Mit einem Eniko. Du kriegst erstmal eine ordentliche Geheimpower ab. Zack. Ja. Mein Regengenuss wirkt? Was war das denn? Was? Was ist da gerade passiert? Egal, wir können es mit noch einem Hit killen. Wir haben guten Schaden gemacht. Dafür, dass es ein Eneko ist, was eigentlich ein ziemlich schwaches Pokémon ist. Aber Hato wird sich noch entwickeln. Er kommt noch in seine Prime. Alles gut. Es ist nur noch die Vorbereitungsphase gerade. Deswegen macht er noch nicht so viel Schaden. Ich meine, solange ich Glück bei den Pokémon habe und es sowas wie ein Eneko ist, ist alles gut. Aber wenn da gleich ein Despota oder Dolos oder Stalos um die Ecke kommt, dann haben wir ein Problem. Boah, Galoppa wäre auch ein cooles Pokémon gewesen. Das ist auch ziemlich schnell. Schaffe ich es zu fliehen? Tatsächlich nicht.
Das verwirrt mich auch noch, macht zum Glück aber nicht viel Schaden und ich schaff's immer noch nicht zu fliehen. Wollte gerade sagen, eigentlich ist Tauburge doch auch nicht so langsam. Ach so, ja, ob man fliehen kann oder nicht, für die, die das nicht wissen, hängt übrigens von den Initiativewerten der Pokémon ab. Wenn das wilde Pokémon schneller ist als das eigene, dann ist es schwerer, von dem Pokémon zu flüchten. Vor dem Pokémon zu flüchten. Tauburgas Init ist bei 56, ist also nicht so niedrig. Ist okay, aber Galoppa ist wahrscheinlich ziemlich schnell. Hi! Endlich treffen wir aufeinander. Mein Käfer-Pokémon möchte dich auch kennenlernen. Okay, Creep. Oh, Elite-Trader Crystal. Mit einem Elitzebar. Das ist kein Käfer-Pokémon. Will ich trotzdem angreifen? Nee, eigentlich nicht. Ich möchte Tauburga nicht gleich wieder healen müssen. Das hier ist definitiv ein Kampf für Dragon Maid. Dragon Maid sollte alles resisten und dann mit der Bodenattacke viel Schaden machen. Jetzt setzt das hier wirklich eine Käferattacke ein. Was ist denn das für ein Elitzebar? Naja. Oh nee, das ist eine Bodenattacke, oder? Schlagbohrer? Aua! Ich verstehe die Käfertrainer nicht. Die sind alle ein bisschen weird. Ich wünschte, wir wären uns nie begegnet. Ich sag lieber nichts dazu. Oh, was ist denn da für ein Pokémon gespawnt? Ein Lunastein, ja gut, alles klar, das brauchen wir nicht unbedingt. Das habe ich tatsächlich sogar schon mal gekillt. Das heißt, es wäre eventuell sogar Dupsloss gewesen. Du hast es geschafft. Endlich treffen wir aufeinander. Oder wolltest du mir etwa aus dem Weg gehen? Wieso sagen die das hier alle? Ich will eigentlich nur trainieren. Treffen möchte ich keinen von euch. Wenn ich ehrlich bin. Spielt mit einem Volten. So, ja gut. Dann ist wieder Dragon Maid dran. Irgendwie fällt mir auf, dass Dragon Maid ein sehr gutes Supporter-Pokémon ist. Dragon Maid ist immer das Pokémon, was ich einsetzen kann, wenn ich gerade andere trainiere oder andere mal Hilfe brauchen. Bin stolz auf Dragon Maid. Hat sich prächtig entwickelt. Und ich hoffe, es entwickelt sich noch prächtiger auf Level 40 zu einem Rayquaza. Gut, Voltenso ist schon mal besiegt, warum auch immer das eben Felshof eingesetzt hat. Und er hat noch ein Schallquab. Ich bezweifle wirklich stark, dass Schallquab einem Rizeros gefährlich werden könnte von den Stats her. Aber wir spielen hier immer noch eine Nuzlocke und ich möchte absolut nichts riskieren. Von dem her ist Lucy dran. Was steigt für den Wert? Der Angriffswert? Der Spezialangriffswert, okay. Naja, es hätte eine Wasserattacke gehabt. Eine physische, das hätten wir wahrscheinlich sogar gut weggesteckt. Aber Lucy war hier die bessere Option für den Kampf. Und ich versuche mal einen Crit mit Doppelhieb zu landen. Vielleicht schafft Lucy es endlich mal. Ja, ein Volltreffer! Mit der ersten Attacke! Let's go! Och nee, jetzt landet Schallquab auch ein Volltreffer. Naja, dann Dunkelklaue. Das war auch noch ein Crit. Sehr schön. Ich glaube, ich spiele aber Prostetche wirklich ein bisschen falsch. Eigentlich sollte es ja ein Sweeper sein. Von der Init her, aber die Verteidigungswerte lassen halt stark zu wünschen übrig und der Schaden irgendwie auch. Also ich habe mir da ein bisschen mehr erhofft. Naja, mal gucken, wie sich das noch weiterentwickelt. Gibt es hier ein Haus, wo man ausruhen kann?
Ich dachte immer, man könnte fliegen, indem man viele Vogel-Pokémon fängt und sich an diese klammert, um durch die Lüfte getragen zu werden. Aber dann habe ich erfahren, dass es eine VM namens Fliegen gibt. Irgendwie ist das toll, aber irgendwie auch schade, dass es nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt hatte. Das stimmt. Sich einfach so an 20 Taubsis festzuhalten, wäre auch ein Vibe gewesen. Hallo? Oh, oha, da sieht aber jemand müde aus. Du und dein Team, ihr solltet hierbleiben und euch ordentlich ausruhen. Super, das erfahre ich, nachdem ich all meine Tränke aufgebraucht habe, dass es hier ein Haus zum Heilen gibt. Naja. Angeblich soll es irgendwo eine sogenannte Urzeithöhle geben. Die Menschen erzählen sich, dass dort die Geister von Pokémon wieder zum Leben erweckt werden. Ob das tatsächlich möglich ist? Das werden wir wahrscheinlich später noch herausfinden. Kämpfst du hier auch? Oh, sieh mal einer an. Für ein Abenteuer hast du ja echt viel Gepäck dabei. Ach, für ein Abenteurer. Ja, ich bin noch ein erfahrener Abenteurer. Ich habe Revenger durchgespielt. Ich weiß, wie ich viele Sachen mitnehme. Und ich habe mir letztens in Animal Crossing einen Guide dazu geholt, wie man Taschen ordentlich benutzt. Frag mich nicht, wozu ich das am Anfang überhaupt brauchte, aber ich bin jetzt ein Meister darin, Items zu verstauen. Ja, Anorith ist ein bisschen meh als Gegner für Tauboga. Könnte uns sehr effektiv hitten. Ich versuche mal mit einem Windschnitt anzugreifen. Okay, setz nur Ampelleuchte ein. Ich hoffe, wir werden nicht direkt verwirrt wie bei dem Galopper. Sehr schön. Jetzt ist die Frage, wie viel Schaden wir mit dem Windschnitt machen. An sich genug, aber es war auch ein Volltreffer. Haben wir nochmal so viel Glück? Nee, leider nicht. Oh, verstehe. Das Anorith hat dasselbe vor. Aber wir haben mehr Glück. Unfälle passieren immer dann, wenn man nicht damit rechnet. Okay. Oh, was war das für ein Ruf? Moment mal, habe ich da eben unten einen Regigigas gesehen auf dieser Route? Boah, der Ruf kommt mir so bekannt vor. Nein! Wir sind vom Mimikry Club. Wir imitieren deine Bewegung. Okay. Ich finde die rote Route komisch. Ich fühle mich hier ein bisschen unbehaglich, muss ich ehrlich sagen. Alle sind irgendwie weird. Ich freue mich, wenn wir das hier hinter uns lassen können. Romeo in der Wasserform. Was mache ich denn dagegen? Lucy oder Last? Ach komm, Last war heute noch gar nicht dran. Mitkämpfen. Gönnen wir ihm mal den Gratis-Sieg gegen das Romeo. Oh nein, Formeo boostet seinen Angriff. Schaut euch an, wie bedrohlich er aussieht. Was mache ich da jetzt? Am besten Feuer, oder? Oh, es reicht nicht für einen One-Shot, okay? Nein, er steigert seinen Angriff noch weiter. Formeo, hör auf damit, ich habe Angst. So, Plasmaschauer, was macht das? Ein elektrisch geladener Niederschlag. Sagt mir immer noch nichts. Keine Ahnung. Aber an dem Punkt, wo die Folge hier rauskommt, werdet ihr mir das bestimmt schon in die Kommentare geschrieben haben. Lars versucht, Schallwelle zu erlernen. Ist an sich cool, aber ist leider nur eine normale Attacke, hat damit keinen Step. Und deswegen brauchen wir es eigentlich nicht. Genau, bekannte Attacke behalten. Nein, er hat einen Bellino! Oh mein Gott, das kann ich doch nicht einfach besiegen! Ich habe keine Wahl. Das ist auch noch ein One-Shot. Oh Mann. Rip Bellino. Hoppla, ich hab verloren. Jetzt spricht der auch noch wie ich. Und ja, das sieht wirklich nach einem Regigigas aus. Beziehungsweise bei euch oben links natürlich wegen dem Poké-Navi, weil das anders angeordnet ist. Aber ihr wisst mittlerweile bestimmt schon Bescheid. Dann ist das jetzt hier der letzte Trainer, richtig? Oh, er hat einen Sichlor. Endlich mal ein Käfertrainer mit einem Käfer-Pokémon. Cool.
mit Klimaschutz. Das heißt, der Regen verliert jegliche Effekte. Ist egal, wir greifen sowieso mit Windschnitt an. Oh, es hat sogar Irrschlag. Und macht ziemlich viel Damage. Ja, Sichlor sollte man nicht unterschätzen. Der hat echt viel Init und auch einen guten Angriffswert. Dazu noch Technika als Fähigkeit. Ah, und es reicht nicht ganz. Hat heute fast... Hätte es fast geschafft, Sichlor zu besiegen, aber ein KP ist noch übrig. Dann ist Lucy dran, weil Irrschlag eine Normalattacke ist. Wo war ich davor? Ach ja, Sichlor ist schnell und stark. Hat eine gute Fähigkeit. Ist ein Pokémon, was man nicht unterschätzen sollte. Auf jeden Fall. Das war ein Volltreffer. Gut gemacht, Lucy. Endlich! Funktioniert das mit dem Crit-Bild mal so, wie es soll. Lunartanz? Entweder geht K.O. Das an seine Stelle tretende Pokémon hat dafür volle KP und AP. Statusprobleme werden geheilt. Boah, das würde ich Hato so gern beibringen, weil man damit so einen coolen Anime-Moment machen könnte mit so einem Sacrifice. Aber es lohnt sich in der Nuzlocke einfach nicht. Aber wenn du gewinnst, verliere ich. Tatsächlich. Das ist richtig. Okay. Sieht auch nicht so aus, als ob sie noch Items geben würde. Wobei. Hier gibt es noch irgendwo was zu sehen, zu finden. Hier. Eine Erdtafel. Da überlege ich mal nach der Folge, ob ich das Dragonbait gebe, weil wir damit die Bodenattacken boosten könnten. Aber eigentlich ist die Scorblinse besser, da wir Steinkante spielen und Steinkante eine hohe Volltrefferquote hat. Ja, nee, ich glaube, ich bleib bei der Scorblinse. Das macht mehr Sinn, öfter Volltreffer zu landen, als nur mit 1000 Bällen mehr Schaden zu machen. Noch ein Doppelkampf. Tubrix war heute noch gar nicht dran mit Kämpfen. Ach stimmt, und der hat ja auch Energieball gelernt. Ja, let's go. Let's go. Hato und Tubrix, unsere beiden Flug-Pokémon, sind an der Reihe. Spitze, der erste Trainer, der uns begegnet, seit wir uns zu einem Team zusammengeschlossen haben. Zusammen sind wir Grips und Muckis. Auf einen guten Kampf. Wir hängen uns auch voll rein. Oh, du bist der erste Trainer, der uns begegnet, seitdem wir uns zu einem Team zusammengeschlossen haben. Vor dir stehen Grips und Muckis. Wir sind so frei und legen uns jetzt mal voll ins Zeug. Na, das will ich doch hoffen. So, da Cheetah und Pumpkin werden eingesetzt. Da habt ihr aber ein interessantes Team, muss ich schon sagen. So, Pumpkin greifen wir mit Windschnitt an und Tubrix wird sich darum kümmern, Soda Cheetah mit Energieball zu one-shotten. Sehr schön. Oh, Level 33 für Tubrix und damit erreichen wir den Spezialangriffswert von 134. Das Ding ist, Hato hat sogar guten Damage gemacht, weil Pumpkin ein relativ defensives Pokémon ist, relativ tanky ist. Aber im Vergleich zu Tubrix sieht das halt so lächerlich aus. Ich hoffe, Tubrix schafft es trotz der Verwirrung anzugreifen. Ich würde gern sehen, wie viel Schaden der Energieball jetzt noch macht. Na, schade, okay. Oh, und wir kriegen auch instant die Vergiftung. Oh, Heil Herz von Tubrix! Oh mein Gott! Stark, stark, stimmt. Wir haben gerade ein Team, was nicht oder so gut wie gar nicht von Statusproblemen erfasst werden kann, wenn wir mit Tubrix und Hato spielen. Hato wegen Magieschild, wegen seiner eigenen Fähigkeit und Tubrix kümmert sich um die Teammitglieder, falls sie doch mal irgendwas abbekommen. Und der Energieball reicht fast, um das Pumpkin zu killen, obwohl es das resistet. Okay. Interessant. Vielen Dank. Dabei haben wir auf jeden Fall was gelernt. Ich auch.
Hab gelernt, was für eine gute Kombo Hato und Two Bricks sind. Von dem her, vielen lieben Dank für den Kampf. Ich gehe trotzdem nochmal heilen. Tausch liegt direkt hier unten, ist ein gratis Heal, warum nicht? Hi, ich ruhe mich nochmal kurz bei euch aus, ne, wenn es recht ist. Und dann packe ich mal mein Eilrad aus, denn so weit dürfte es gar nicht mehr sein. Bis wir Baumhausen City erreichen. Oder? Wo befinden wir uns denn gerade auf der Karte? Ich als Abenteurer kann ja meine Karte mal aufschlagen. Wir sind auf der Hälfte der Route. Da kommt also noch ein bisschen was. Dann würde ich vorschlagen, talken wir mal mit dem hier unten noch. Benutze den Suchmodus deines Pokédex-Navis? Ja. Ich habe gehört, wenn man mehrmals der gleichen Pokémon-Art begegnet, wird irgendwann die Suchfunktion präziser. Dann kann man damit auch seltenere Pokémon aufspüren. Ich glaube, man kann damit auch Shiny handeln. Also, wenn man öfter dasselbe Pokémon findet, hintereinander, erhöht sich damit die Shiny-Chance. So findet man angeblich Pokémon, die ungewöhnliche Attacken kennen oder seltene Fähigkeiten besitzen. Ja, auch das ist möglich. Das stimmt. Was bist du? Ach, ein Symphonare. Oh, nee. Guardian. Wir holen uns das Item noch. Und dann machen wir hier nächstes Mal weiter. Nachdem wir natürlich gegen den Trainer hier noch gewonnen haben. Oh, der hat einen Rizoros. Cool. Aber was setzt sich gegen Rizoros ein? Lucy ist nicht gut, Lars ist nicht gut, Tubrix ist eine ganz blöde Option, Sarah ist eine blöde Option und Dragonmaid ist eine blöde Option. Oh, dann am ehesten Lars. Der kann zur Not auch eine sehr effektive Attacke wegstecken, glaube ich. Greif doch bitte nicht immer mit so Multi-Hit-Attacken an. Dankeschön, das zieht sich immer nur so unnötig in die Länge mit dem 5-mal getroffen. Aua. Das war einiges an Schaden, so schnell wie die Lebensleiste runtergegangen ist. Oh mein Gott. Und noch ein Chevron. Das kriegt ein Feuer-Odem ab. Dann die Pulpara und dann finishen wir es mit einem zweiten Feuer-Odem. Let's go. Easy. No way, hat das gerade geklappt. Was? Ich hab das einfach nur aus Joe gecallt. Okay, cool. Mein Wissen über Pokémon war nicht ausreichend. Mein schon. Und für den Kampf gibt es noch ein Feenjuwel. Ja, wenn wir irgendwann ein P-Pokémon haben, könnte das mal interessant werden. Ist auf jeden Fall nett, dass wir das schon mal gefunden haben. Und wo es dann weitergeht, ob es hier oben weitergeht oder da rechts, das finden wir nächstes Mal raus. Wenn wir dann auch Baumhausen City erreichen, ich hatte nicht gedacht, dass die Route so lang wird, aber wir haben auch viele Kämpfe mitgenommen, da wir Hato trainieren wollten. Von dem her, das zieht sich immer ein bisschen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns nächstes Mal. Ciao!